Die ganze Scheiße macht verrückt, ja. Ja, dieser Scheiß macht mich verrückt, ja. Spieglein, Spieglein an der Wand, zeig mir, wer ich wirklich bin. Ich will nicht noch tiefer gehen, ich glaube, sonst werd ich verrückt. Ich will nicht noch mehr zu mir nehmen, ich glaube, sonst werd ich blind. Ich will so gern mit mir selber reden, Digga, doch ich krieg's nicht hin. Ich weiß, dass ich nix weiß. Und jedes Mal, wenn ich's versteh, bring's neues Licht rein. Was kann ich wissen? Eine schwierige Frage. Nun ja, genügend Wissen ist ja irgendwie da. Ich befinde mich hier in meiner kleinen Bibliothek und frage mich, wer stellt eigentlich solche Fragen und warum? Warum werden diese Fragen gestellt? Ist die Frage, was kann ich wissen, nicht vielleicht an sich schon falsch? Man könnte sich doch mal dumm stellen und mal sagen, ja, was kann ich wissen? Ja, alles, was ich genug studiert habe. Ich weiß zum Beispiel, dass dieser Computer funktioniert. Sonst könnte ich das später nicht hochladen. Und ihr könntet es nicht sehen. Ja, ein Philosoph ist damit allerdings nicht zufrieden. Der sagt, das ist nicht das Ding an sich. Die Erscheinung ist nicht das Ding an sich. Was nützt mir das aber? Schauen wir erstmal, wie moderne Philosophen das so sehen, ob sie da immer noch diese alte Kant-Frage stellen oder ob ich einfach zu doof bin und nicht weiß, was in der modernen Philosophie so läuft. Okay. Kant hat diesen TÜV, diesen Vernunft-TÜV, so entwickelt, dass er genau zeigen kann, passt auf, ihr könnt kritisch zuverlässig nur bis zu dem Punkt erkennen. Und von da an könnt ihr zwar spekulieren und denken, aber nicht mehr erkennen. Ihr könnt Gott nicht erkennen und die Unsterblichkeit nicht erkennen und die Freiheit nicht erkennen. Okay. Ja, das sind die drei Ideen, unter denen aber das Gesamte als Ganzes steht. Also Gott ist quasi die Idee, unter der die Gesamtwirklichkeit unterzubringen ist. Also wenn ich frage, was kann ich wissen, dann wäre die knappe Antwort, ich kann alles wissen, was innerhalb dieses Rahmens möglich ist, aber es muss jemand da sein, nicht jemand, sondern es muss ein Prinzip geben, unter dem die Wissbarkeit garantiert ist. Und ich kann aber dieses Prinzip selbst nicht wissen. Ja? Ich kann also nicht Gott wissen, ich kann... Die ganze Welt kann ich auch nicht wissen, ist auch zu groß, der Kosmos ist auch nicht drin. Ja, aber ich habe so quasi diese ultimative Erstreckung als Gedanken wenigstens da. Das heißt, die Vernunft kann spekulieren, aber sie weiß nichts dabei. Ja, aber da wirst du ja wahnsinnig. Ich meine, ich kann Gott nicht erkennen, ich kann die Unsterblichkeit nicht erkennen und ich kann die Freiheit nicht erkennen. Vielleicht sind die Fragen nach Gott, nach der Unsterblichkeit und der Freiheit genauso falsch wie die Ausgangsfrage, nämlich, was kann ich wissen? Was, wenn Gott für mich, ich kann ihn weder widerlegen, noch kann ich ihn beweisen, wenn Gott für mich unwichtig ist? Wenn die Unsterblichkeit, naja, ähnlich wie bei Gott, ich kann weder sagen, wir sind unsterblich, noch kann ich sagen, vielleicht sind wir auch wirklich unsterblich. Was sind wir denn nun? Gibt es Gott? Weiß man's? Und zuletzt die Freiheit. Was ist die Freiheit? Oh, die Freiheit wovon und wozu? Da wird's wieder ganz abstrakt. Man merkt schon, Philosophen stellen gerne Fragen, auf deren korrekte Beantwortung sie gar keinen Wert legen. Im Gegenteil, sie sagen, suchen darfst du die Wahrheit, aber finden sollst du sie nicht wollen. Ja, jetzt könnte man sagen, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Nach Marcel Reich-Ranitzky. Da geht man dann raus und sagt, was nützt dann die ganze Philosophie? Fragen wir mal einen von mir wirklich geschätzten Philosophen, einen Dr. Peter Decker, was er zu diesem Thema sagt.
es empfiehlt sich da auch manchmal, sich ein bisschen dumm zu stellen. Und zu sagen, was kannst du wissen? Na, alles, was du mit Fleiß studiert hast und worüber du was rausgefunden hast, kannst du wissen. Was du nicht studiert hast, weißt du nicht. Was du erforscht hast, weißt du. Man merkt, praktisch genommen, verfehlt man wieder die Absicht der ganzen Fragestellung. Die Fragestellung geht ganz woanders hin, als zu sowas wie, ja, was ich noch nicht studiert habe, weiß ich auch nicht. Sie geht von vornherein, was kann ich wissen? Sie geht auf Möglichkeiten und Grenzen der Erkenntnis. Da haben wir wieder den, Ausgangspunkt von dem Patzig-Zitat. Kant fragt nach der Bedingung der Möglichkeit des Erkennens. Und da merkt man, er nimmt das Erkennen gar nicht als eine Tätigkeit, in der der Mensch und durch die der denkende Mensch sich die zunächst vorliegende Fremdheit der Dinge überwindet und sie sich erarbeitet, sich ihre Eigenart, sich ihre Gesetze, sich ihre Notwendigkeiten erarbeitet. Er nimmt es gar nicht als, wie macht man denn das? Das unbekannte Ding zu erkennen und ja, Erfahrung zu machen, die Erfahrung zu verarbeiten, die Erfahrung auf Regelmäßigkeiten hin abzusuchen, die Regelmäßigkeiten auf ihre Notwendigkeiten hin zu prüfen. Und wenn man sie dann weiß man, was es zu wissen gibt. Kant und alle seine Nachfolger gehen ganz anders an die Sache ran. Die sagen, ich muss die Bedingung der Möglichkeit des Erkennens ermitteln. Dann weiß ich auch, was ich dem Erkennen zutrauen darf und was ich ihm nicht abverlangen kann. Dann weiß ich auch, wie zuverlässig dieses Organ ist. Er nimmt es gar nicht als eine Tätigkeit, sondern er nimmt es als, wie immer, wenn man nach der Bedingung der Möglichkeit fragt, als eine durch Voraussetzungen und Bedingungen bestimmte Sache. Wer also sagt, was ist die Bedingung der Möglichkeit des Erkennens, ist ganz schnell bei einem Ding, das heißt Erkenntnisvermögen. Was ist es? Es ist die Auffassung, Erkennen ist möglich durch die Möglichkeit des Erkennens. Die Möglichkeit des Erkennens ist jetzt aber eine subjektive Ausstattung, mit der wir auf die Welt losgehen. Jetzt ist klar, alles, was rauskommt, ist bestimmt und bedingt durch diese subjektive Ausstattung. Ist übrigens wichtig, nichts erforscht, es ist einfach die Frage, was ist die Bedingung der Möglichkeit des Erkennens, die falsche Fährte legt. Nicht, weil er sich in der Forschung vertan hätte oder weil er in einer richtigen Forschung eine falsche Antwort gibt, sondern weil er die Frage stellt, was ist die Bedingung der Möglichkeit des Erkennens? Na, was wäre die Antwort? Man nennt eine Bedingung. Und eine Bedingung hat per se das an sich, dann ist das Erkennen aber ein bedingtes, bestimmtes und begrenztes durch seine Bedingung. So, und das ist dann auch die erste große Auskunft, die Kant gibt. Erkennen können wir die Dinge vermittels unseres Erkenntnisvermögens. Und wer den Satz sagt, sagt auch schon den nächsten. Und wie die Dinge an und für sich sind, wissen wir natürlich nicht, denn wir wissen über sie ja nur, was uns unser Erkenntnisvermögen über sie einspielt. Ich habe das Erkennen als abhängig von einem Vermögen bestimmt, dann bin ich auf der Seite des Vermögens als der Bedingung davon. Dann ist natürlich klar, alles, was ich jetzt rauskriege über die Welt, ist abhängig von dieser Bedingung. Damit ist dann aber auch gesagt, was ich rauskriege, ist ein bedingtes, präformiertes durch die Bedingung.
Und dann kommt der Satz, wie die Dinge an sich sind, können wir nicht wissen. Wir wissen sie ja nur so, wie unser Erkenntnisvermögen sie uns zuspielt. An der Stelle muss man sagen, das von Hegel, übrigens, das alles ist nichts Neues. Hegel hat die Erkenntnistheorie von Kant wunderbar kritisiert. Da gibt es super Argumentationen, die eigentlich das ein für alle Mal beenden hätten sollen. Weil man merkt halt, dass in unserer Gesellschaft ein Interesse an den Fehlern viel größer ist als das Interesse an den Einsichten. Die Einsichten sind längst vorhanden. Es ist nichts, was ich jetzt erfinden täte oder was irgendeiner aus unserem Kreis erfunden hätte. Alles uraltes Zeug. Ich habe den Vorschlag von Erkenntnisvermögen, also ja, dass es als subjektive Ausstattung an den Menschen quasi diese Behauptung existiert, nicht verstanden, auch dass diese Bedingung, die benannte Bedingung dann darauf abzielt, dass die Sache selber eine Bedingte ist. Die Sache ist das, was dann erkannt wird. Ja. Na, was du dann weißt über die Welt, ist die Leistung deines Erkenntnisvermögens. Wenn du das Erkennen als Betätigung eines Vermögens bestimmst, dann ist das, was du über die Welt rauskriegst, die Leistung deines Vermögens. Und nach der Seite hin hast du dann die beiden Bedeutungen. Dein Vermögen ermöglicht was und dein Vermögen ermöglicht aber auch nur, was es ermöglicht. Begrenzt. Und aus dem Gedanken, mein Erkennen ist eine verdammt bedingte Angelegenheit. Aus dem raus kommt die Botschaft, wie die Dinge an sich sind, können wir nicht wissen. Nur wie sie uns unser Erkenntnisvermögen einspielt. Und da jetzt, weil ich jetzt das Stichwort Hegel, ja, das ist an und für sich eine paradoxe Behauptung. Wie die Dinge an sich sind, können wir nicht wissen. Es ist nämlich das Bewusstsein einer Grenze der Erkenntnis, einer Grenze des Wissens, ohne dass man an ihm einen Mangel findet. Ja, da wird gesagt, wie die Dinge an sich sind, wissen wir nicht. Wir wissen ja nur über sie ja nur, was uns unser Erkenntnisvermögen einspielt. Man möchte ihn fragen, ja, was gäbe es noch zu wissen? Was fehlt denn? Da wird er sagen, das weiß er auch nicht. Er wird sogar sagen, das kann er gar nicht wissen, denn unser Erkenntnisvermögen sagt es uns ja nicht. Aber dass es bloß das ist, was unser Erkenntnisvermögen uns einspielt, dass es also nicht ist, wie die Dinge an sich sind, das weiß er schon. Andersrum ausgedrückt. Wenn sich das, wie die Dinge an sich sind, für uns und unser Erkenntnisvermögen in gar keiner Weise geltend macht, also gar nicht störend bemerkbar macht, dann kann es uns ja auch scheißegal sein, wie sie an sich sind. Dann gibt es das an sich ja überhaupt nicht, wenn sich's nicht bemerkbar macht. Umgekehrt, wenn sich's bemerkbar macht. Wenn also deutlich wird in unserer Erkenntnis, so wie wir bisher über irgendwas nachgedacht, was wir bisher über eine Sache rausgekriegt haben, es macht sich geltend, irgendwie ist sie doch noch anders. Ja, dann ist es kein Fall für an sich und wir können es nicht wissen. Dann ist ja das Bemerken, dass sie doch noch anders ist, ist ja schon der erste Schritt zur Überwindung des Mangels im Wissen. Dann erfährt man, aha, sie verhält sich doch anders, als wir gedacht haben. Da stimmt mit unserer Erklärung was noch nicht. Und da sagt keiner, ach, jetzt hat sich das Ding an sich bemerkbar gemacht. Sondern jeder sagt, ja, unsere Erklärung ist noch nicht fertig, wir müssen sie noch besser machen und dann wird sie besser gemacht. Also zu behaupten, wir können nicht wissen, wie die Dinge an sich sind, ist eine Unsinnsbehauptung. Denn die behauptet eine Grenze. Und eine Grenze weiß der Mensch immer nur, wenn er auch ein Jenseits weiß. Wenn er aber zugleich ein Jenseits weiß, dann gibt es entweder die Grenze nicht oder es gibt keinen Grund, die Grenze zu behaupten. Kant schrieb übrigens ins Vorwort seiner Kritik der reinen Vernunft, in der ja die Frage gestellt wird, was kann ich wissen? Ich musste die Religion retten. Bitte, musste er das? Wäre er sonst als Hexe verbrannt worden? Sicher nicht. Er musste nur eins,
Und er musste das, was auch heute Intellektuelle müssen. Geld verdienen. Ja, da sind wir wieder. Und ich bin schon wieder total rot. Weil ich als Kommunist sage, dass Geld verdienen müssen ist eine der Grundlagen in dieser blöden Wirtschaftsweise. Es gibt ein schönes Buch, das heißt Die Dienstbarkeit des Intellektuellen. Also, dienstbar müssen diese Geister schon sein, die als Philosophen zum Beispiel, wie auch andere Geistes- und Gesellschaftswissenschaftler, herumtoben auf dieser schönen Welt. Dienstbar ihrem Brotgeber. Warum tauchen denn Leute wie Richard David Precht oder Harald Lesch im Fernsehen auf? Im öffentlichen, staatlich gestützten, geförderten Fernsehen. Ja, doch nicht deswegen, weil sie die Wahrheit über diese Gesellschaft verbreiten sollen. Nein, es wäre doch zu blöd, wenn die Leute wüssten, was Kapitalismus ist. Aber ich weiß ja nur, dass ich nichts weiß. Ich erreiche die ganze Scheiße, mach verrückt, ja. Ja, ja, dieser Scheiß macht mich verrückt, ja. Spieglein, Spieglein an der Wand, zeig mir, wer ich wirklich bin. Ich will nicht noch tiefer gehen, ich glaube, sonst werd ich verrückt. Ich will nicht noch mehr zu mir nehmen, ich glaube, sonst werd ich blind. Ich will so gern mit mir selber reden, Digga, doch ich krieg's nicht hin. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und jedes Mal, wenn ich versteh, bring's neues Licht rein.